Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Nico ist auf der Flucht, dabei kennt ihn so doch schon jeder, weil er hat doch die Träger geschnalzt in der Schweiz. Ja, bei uns geht's heute auf die Hochgernrunde. Da haben wir voraussichtlich mega Aussicht. Hochgernrunde, die weiß nicht mehr, wo wir hinfahren. Wir fahren um den Hochgern, ist eine alte Moser Bike Guide Tour. Ja, mit mega Aussicht auf den Chiemsee. Der Chiemsee. Viel Spaß! Ah ja, und übrigens fahren wir jetzt die Scott Bikes, mit denen es dann auch auf die Transalp geht. Und unser Solarmodul ist auch schon aktiviert. Oh, daneben. Und getroffen, verdammt! Auffahrt zur Schnappenkapelle. Wow, wer ist denn da gekommen? Schaut mal, da ist auch eine ganze Gruppe Servus. Mit Pferden unterwegs gewesen. Ihr habt da was verloren. Das ist so große Haufen. Für euch das Bild ist es jetzt gar nicht so schön, weil es relativ schattig ist. Für uns, für die Auffahrt, ist aber super angenehm, denn es ist mindestens 80% bisher im Schatten. Und ja, gerade im Hochsommer jetzt mega gut. Und falls ihr nicht so einen guten Local Guide dabei habt wie ich diesmal, Nico war hier nämlich in der Schule sogar, verlinken wir euch den Track natürlich direkt unter dem Video. Meine Hausstrecke, meine ehemalige. Du Saubacke. Da habe ich doch gesagt, dass du mein Local Guide bist heute. Achso, ich dachte, du bist der Local Guide. Hast nee, ich habe keine Ahnung von hier. Juhu! Was für ein Ausblick! Wow! Jetzt könnt ihr noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Da schaut es fast so ein bisschen sumpfig aus davor. Ja, ist es ja auch. Und dann? Das ist ein Moor. Das ist praktisch, das war früher der Chiemsee auch. Und das ist jetzt ein Moor geworden oder über Jahrtausende. Und da geht auch eine Bahnstrecke und ein Radweg durch, der eigentlich ganz cool ist, weil das so kleine Trails sind, kleine Wegerl und das immer schön ja, kühl ist, auch wenn es heiß ist. Das ist der vordere Teil hier. Und was sogar ich weiß als Nichtansässiger, Herrenchiemsee die große und die Fraueninsel die kleine. Und da ist natürlich das Schloss vom Märchenkönig. Ist es nicht umgekehrt? Jetzt sind wir im Trail uphill. Juhu! Ja, juhu! Jetzt haben wir einen kurzen Trail downhill und danach geht es dann auch schon wieder hoch. Hui, bisschen rutschig heute. Kurzer Trail, ganz kurzer Forstweg und dann dieser Bam. Blick. Wow. Und da gibt es jetzt eine frische Buttermilch, halbe Bier genannt, gell, Spatzel. Ah ja, heute geht es auch ein bisschen technisch rauf. Schon wieder, wie ich es liebe. Not. Für alle, die sich fragen, ob die Runde E-Bike tauglich ist. Ja, bedingt. Dieser Teil ist auch ganz cool. Es sind so Bretter reingelegt durch ein Moor und da geht es dann zum Forstweg vorne. Und auf der Strecke kommen 2 bis 3 Almen, wo man auch gerne was einkehren kann und was trinken kann, was ganz cool ist. Jaha! Hallo! Jaha! Ja, landschaftlich ist die Runde mega, aber leider nicht mit allzu viel Trailanteil.
geil. Bananenpause. Aber wir haben noch keine Affenpocken, oder? Schau mal, was für ein Kunstwerk ist. Das ist schon geschehen. Und jetzt kommt die Wahrheit, was wir sonst noch alles essen. Nein, nein, nein. Hey! Heute machen wir Sightseeing. Ab geht's zum Wasserfall. Episch. Sehr episch. Schaut mal, wie gut der bitte ausschaut. Super, super schön. Und ja, gibt's auch noch was Gutes zum Anschauen. Zwei Kätzchen. Ja, hier zeigt jetzt schon, was es kann. Hier geht schon ordentlich steil rauf. Der Weg wurde ausgebessert. Früher war das ein richtiger Felsen dazwischen. Da sind wir froh. Mir reicht schon so, wie er ist. Wobei man ja dann doch immer irgendwie zurechtkommt. Aber im Moment denke ich mir, schlimm genug. Puh. Trotzdem genialer Blick zwischen den Bäumen. Spitzen da auch schon wieder ein cooler Gipfel raus. Damit ihr noch ein bisschen besseren Eindruck kriegt, es ist echt steil und es sieht aber wirklich genial aus. Und auch schon wieder eine coole Brücke und jetzt sogar so ein bisschen Seil abgesichert. Schaut gleich nach mehr aus. Specheln wir doch mal kurz runter in die Schlucht, hätte ich gesagt. Oh ja. Und so der Ausblick nach vorne um. Und jetzt gibt es schon wieder einen anderen Ausblick. Aber ich glaube, da geht es nochmal gar hoch da vorne gleich. Oder ja oder nein? Nein, wir biegen links ab. Ah, ich wäre schon auf der Rechte gewesen. Naja, nehmen wir es, wie es kommt. So kommt. Jetzt geht es nochmal ordentlich rauf. Richtung Jochbergalmen. Aber nicht mehr so weit jetzt, glaube ich. Ja, yeah, schaut mal, wie schön der Weg hier einfach entlang geht. Und das da vorne wird dann die Jochbergalmen sein, nehme ich an. Ja, richtig, Petra. Hast du sehr gut erkannt. Super. Aha. Hast dich tapfer geschlagen heute. Also, er verarscht mich gerade, weil heute geht es mir nämlich nicht um Welten besser wie ihm. Aber die letzten Male habe ich ordentlich gekämpft. Hui, hier sind jetzt ganz schön viele Kühe. Da müssen wir schauen, wie wir durchkommen. Hopp, 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 hopp. Ja, kleiner Tipp nochmal am Rande. Wenn man sieht, dass es Muttertierhaltung ist, viel Abstand nehmen. Ansonsten ruhig durchgehen. Die Kühe nicht großartig aufschrecken. Ich halte immer Abstand vor der Petra. Ich bin kein Rindvieh, ich bin Steinbock. Ach so. Der wird es nie lernen. Na, und auf jeden Fall ist es dann im Normalfall überhaupt kein Problem. Aber sie im schlimmsten sich Fall, so oft wie ein Rindvieh. Ach, im schlimmsten Fall, wenn es kurz vor der Melkzeit ist, kann es sein, dass sie aber ein bisschen nachrennen, weil sie hoffen, dass man der Bauer ist, der sie dann befreit. Aber du bist doch aber, ein Rind. Ach, Wahnsinn. Niemand mag Klugscheißer, oder wie war das? Bei den Jochbergalmen, das sind sogar gleich zwei. Und es gibt Buttermilch, da hat er mir nämlich vorher den Floh ins Ohr gesetzt. Drei. Drei. Eins, zwei, drei. Ah, na gut. Du kannst auch nicht zählen, gell? So, da la, jetzt habe ich sie. Buttermilch und Kuchen. Wieso steht der eigentlich so weit drüben? Russischer Zupfkuchen hieß es, oder? Ja. Hieß es. Ich denke, ich wollte erst nichts sagen. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich habe gleich die ganze Zeit, wenn man wieder irgendwo dann denkt, man, das weißt du doch schon, die schaut genauso aus wie die, aber das kann sie ja nicht sein. Ja, ach, Witz. Schaut ihr etwa unsere Videos an? Das hat Abonnenten, gell? Das hat Abonnenten. Sehr schön. Ja, wir haben das Wohnmobil begutachtet, wir sind auch Wohnmobilfahrer und ach, das ist jetzt der Haus. Du kennst das nicht. Nein, Freeride. Nein, Freeride, dann müsste es sein. Hallo. Ja, cool. Frisch gestärkt geht's wieder weiter. Die sind alle relativ flach, von denen hat man aber lang was davon. Das ist ziemlich cool.
Wenn ihr im Höhenprofil hinten raus noch einen kleinen Schlenker seht, ich bekomme jetzt noch ein bisschen Trail. Also falls ihr die Runde verkürzen wollt, könnt ihr das hier weglassen. Aber wahrscheinlich lohnt sich, weil Trail. Hier war es halt wieder mal nicht genug. Ein nettes Schild, ich kannte das noch gar nicht, die meisten von euch werden es wahrscheinlich kennen. Sehr süß, miteinander und dann Bergschuh und gerade. Und wir sind nicht alleine, wie ihr seht. Aber bisher, das muss man echt sagen, waren alle super freundlich, egal ob Wanderer, Radfahrer und wir haben sogar einen Mopedfahrer getroffen. Also einen Eiminger wahrscheinlich. Das war's von uns wieder. Bei uns geht es jetzt nur noch ein paar Meter zurück bis zum Bus rauf, also zum Parkplatz quasi. Und die Tour war super schön. Also es war auch ein bisschen Vorstraßenanteil, habt ihr eh gesehen. Es war jetzt nicht nur Trail, aber wir hatten trotzdem noch gut Trailabschnitte. Und die oberen Trails, die waren alle ziemlich einfach. Also so maximal S2 im unteren Bereich, würde ich sagen. Nur der letzte, der hat schon ein bisschen in sich gehabt. Den könnte man aber auch weglassen, wenn man das nicht will. Und uns hat er natürlich besonders gefallen. Ja, es waren so circa 1300 Höhenmeter, hätte man auch ein bisschen abkürzen können, dann wären es so 1100 oder so gewesen, oder? Oder auch ein bisschen, musst mich schon filmen. Du bist drauf. So. So. Nee, du bist drauf, keine Panik. Oder man hätte es auch noch ein bisschen verlängern können, weil einfach, Petra wollte heute, nee, wir sind heute die normale Runde gefahren, aber wir haben erfahren, dass man es einfach noch mal so ein bisschen ausbauen kann. Also Chiemgau ist ein sehr schönes Gebiet, meine Heimat. Super. Aber nicht ganz so traillastig, also das haben die heute auch gesagt. Wobei der jetzt echt noch sehr schön war. Deine Heimat? Meine Heimat, ja. So viel dazu, mehr sage ich nicht. Ach ja. Ja, heiß ist es. Jetzt Sonne. Fehlt nur noch der Badesee. Da können wir auch noch hin, wenn du willst. Ohne Witz. Unter Wörsen gibt es einen mega geilen Bergsee zum Reinspringen. Echt? Ja. Oh yeah, das klingt perfekt. Der ist mini, aber geil. Ein geiles Gut. Könnte man auch direkt mit dem Rad hinfahren, aber dann muss man wieder alles zurückfahren. Dann wird es spät. Und ja. Ab zum See.
Vielleicht Essen. Nehmen wir euch noch mit, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Essen. Tschüss. Ciao, ciao. Daumen hoch bitte. Danke. Aber witzig. Da ist er, der Bus. Oder? Ist er das? Das ist er.